Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Yo! Das Herz klopft, es gibt hier Runen für uns. Es gibt viel für uns. Ich will eine Feige essen. Ah, die war gut. Boah. Und zum Lesen gibt es glaube ich auch wieder was. Einiges sogar. Gebote, die dich bewahren. Befolgt die 7 Gebote aber besonders, unstete Füße, rastlose Hände, irrender Geist. Ah, okay. Die sind die wichtigsten. Neue Mission. J, echt wahr? Was denn? Erinnerung. Vizeaufseher Burns. Notizen besagen unsere Füße, unstete Füße, rastlose Hände und irrender Geist. Erinnerung und unstetige Füße, das Gebot 4, rastlose Hände. 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4. 3. Und 7. Ja, ist sie geil, du! Eine Rune, da. Roher Wahlknochen, das ist so geil, oh. Und ein bisschen, und ein paar Bahnen für uns. Silberbahn. Yay! Machen wir dazu. Wir haben nichts stibitzt, nur. Geil, oh. Ach, wir sind schon schlau. Wir sind schon schlau, meine Lieben. Mua. Wir sind so schlau. Ist da wer? Na, schaut nur so aus. Wir sind so schlau. Ein Whiskyglas. Ja, was haben wir da hinten? Die alte Musik. Auszug aus einem längeren Werk. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Eine alte Musik, die alles als ein fundamentales Gesetz der Struktur durchdringt. Mit ihr kann man Wunder vollbringen, ohne in die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesen Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, entfalten diese Noten erstaunliche Wirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als das Werk des Outsiders ansehen. Aha. Okay. Ein Glas Whisky. Ja. Ein Glas Whisky. Whiskyglas. Jo. Was haben wir da? Was bist du? Die 7 Gebote. Gut zur Kontrolle des gemeinen Volkes. Aha. Okay. Mehr nicht? Okay, aha, ja. Ich frage Sie heute noch einmal, ob dies wirklich Ihr Weg sein soll. Hoffentlich war der Outsider nicht schneller. Wer ist sie? Huch, da ist wieder eine Rune. Da werden wir doch mal das Herz sprechen lassen, oder? Es ist noch nicht zu spät, mein Herz. Ha? Wenn du dem Rachedurst widerstehst. So, mit F markiere ich, bin der Trottel. So war das, genau. Ja, aber Rachedurst? Ich habe doch kein. Ich tue doch nur. Ich habe ja nur Mami, ich bin unschuldig. Wirklich, ich schwöre. Ich kann doch da nichts dafür. Ich werde doch mal speichern tun. Ich kann da echt nichts dafür. Diese bösen Leute da, die wollen mich alle verhauen, obwohl ich sie nur ausrauben möchte und überhaupt, ja? Ich will doch gar nichts Böses. Verhörzimmer, das braucht man. Ja, ich schwöre dir, Mami. Ja, das ist ober uns irgendwie. Mhm. Und die sind immer alle so gemein zu mir. Einen Strom von Unwahrheiten auszuspeien. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück.
stimmt nicht. Irgendein dreist gewordener Frevler. Ich werde die Schritte eines ketzerischen Wanderers nicht dulden. Los? Warum geht der nicht? Ah, jetzt kommt er. Mit am Prügel. Warten, bis er vorbei ist und dann werden wir uns ranziehen und ihn umbringen. Vielleicht tun wir nur erwürgen. Das soll ja recht lange halten, das erwürgt sein. Wecker auf Alarm stellen, das werden wir glaube ich nicht tun. Haben wir da irgendwas zum Lesen oder so? Nein. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Nein. Ist hier? Hallo. Haben wir da was Tolles? Hallo. Alle, die mitgenommen werden wollen, bitte Hände hoch. Nein, da ist nichts. Okay, hier vielleicht? Da schlägt das Herz. Hä? Unter uns ist ein Knochenartefakt, okay? Da werden wir zuerst, jetzt ist die Frage, zuerst nach unten gehen, das Zeug holen, probieren und dann nach oben. Der eine Depp schläft normalerweise jetzt eh. Das Lachen hat sich gerade angehört. Wie der kopflose Reiter von World of Warcraft. Lustige Geschichten aus Serkonos. Eines frühen Morgens, stell dir mal vor, es dämmerte schon, hört Marcellos Frau ein Klopfen an der Tür. Es ist einer von Marcellos Freunden. Wo ist denn mein Mann? Fragt sie. Er sollte bei dir sein, samt einer Kiste Orbon Rum. Tut mir leid, sagt der Freund, aber in der Destillerie ist etwas Schreckliches passiert. Marcello ist mit dem Kopf voran in ein Rumpfass gestürzt und ertrunken. Da fängt die Frau an zu weinen. Mein Liebster, er ist fort. War es wenigstens ein schneller Tod? Ich kann einfach nicht lügen, gibt Marcello zurück. Er musste dreimal wieder raussteigen, um sich zu erleichtern. Ha, 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 ha. Ja, der Brüller. Ja, schön. Wieso sind sie denn jetzt weggetreten? Es gibt schlimmere Tote, da habt ihr schon recht. Es gibt bestimmt schlimmere Tote. Ein Schlüssel. Wo kriege ich den denn jetzt wieder her? Oh je. Wir werden mit unseren Tugend... Gute Nacht. Wie kann man so schlafen? Ausdruck aus einem Aufseherverhörprotokoll. Entschuldigung, finde ich gerade lustig. Bruder Bernardus, wo hast du die Bilder her? Angeklagter, ich habe sie angefertigt. Wie ich bereits sagte, ich bin Künstler, hauptsächlich Werbung für die Zeitung. Bruder Bernardus, das sieht nicht nach Werbung aus. Das ist ketzerischer Unsinn.
der die Nachbarn krank macht oder einen geliebten Menschen zurückholt. Angeklagter, von dieser Vorstellung lassen Sie sich nicht mehr abbringen. Das steht fest. Statt also meinen Atem zu verschwenden, gebe ich Ihnen einen Rat. Nehmen Sie ab und zu ein Bad, Aufseher, und kaufen Sie eine gute Seife. Außer, das verstößt gegen Ihre Gebote. Schlussfolgerung. Der Angeklagte schien unter einem schwachen Herzen zu leiden, da er während des Verhörs ohne weitere Informationen zu geben. Seine Wohnung am Kanal sollte nach lästerlichen Gegenständen oder Bildern durchsucht werden. Okay, er hat ihn umgebracht. Wie kann man so schlafen? Das ist Rückenmuskulaturtraining während Schlafen. Ah, Tutorial. Narkomine. Verwende Narkomine, um Gegner außer Gefecht zu setzen. Achso. Geht das? Wird schon passen dann, ne? Da, Wissen und Karte. Auszug aus dem Ding, Gebote, bla bla bla. Bla bla, Wissen. Lustige Geschichte, alte Musik, bla 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 bla. Da, Mission. Missionsgegenstände, Schlüssel, kaiserlicher Siegelring, Schlüssel des Verhörzimmers. Juhu! Supi, das passt. Was haben wir da noch? Pistole, Fenster benutzen. Echt? Ich kann da rausschleichen. Ich muss mir das nochmal anschauen. Wie kann man da so schlafen? Es ist halt echt. Hey, ein Bild. Steckbrief untersuchen. Das ist Mandy Blanchard. Stimmt, die Frau, die wir getroffen haben. Oh, oh, oh. Hier noch irgendwas Schlaues, Gutes, Brauchbares? Nein. Kann ich hier wirklich? Sollte ich hier wirklich? Und so? Jetzt haben wir eh den Schlüssel, oder? Können wir jetzt nicht ganz normal wie zivilisierte Menschen da durch die Tür und so? Oh Gott, sie haben ihn echt umgebracht. Das ist sie. Die Leiche, die Mindy haben will. Ja. Oje, Madonna. Der Arme. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Was? Nein, warte. Zurück. Was ist das? Verderbtes Knochenartefakt. Das wollen wir aber nicht nehmen, oder? Neues Knochenartefakt. Was haben wir denn da? Ausgerüstet, Knochenartefakte im Besitz 5. Ausgerüstet noch gar nichts. Was kann denn das? Verbessert deine Ausrüstung in Schwarzmarktläden, um mehr Plätze freizuschalten. Was haben wir da? Ach so. Dann nehmen wir das da, oder? Akrobat. Klettergeschwindigkeit ist leicht erhöht. Duellantenglück. Geringe Chance, dass Kugelstapel plus eine Kugel mehr erhält. Aha, Raubvogel. Falkenangriffe regenerieren etwas Gesundheit. Günstling des Nichts. Manchmal verbrauchen übernatürliche Kräfte kein Mana. Ungesicherter Assassine. Kurz unsichtbar nach Würgen oder Ermorden eines Gegners. Deine Geräusche sind lauter. Du bist beim Lehnen leicht zu sehen. Das ist der Nachteil davon, ne? Ungeschickter Assassine. Ja, das passt perfekt zu mir. was nehmen wir denn da? Schießen will ich nicht so gern. Falkenangriff hört sich gut an. Übernatürliche Kräfte. Kein Mana brauchen. Das hört sich doch praktisch an, oder? Ich will das, glaube ich, nehmen. Tada! Hurra! Was, wir können noch mehr? Ausgerüstung 1 von 5. Kann man das skillen, oder was? Na, da geht mehr. Können wir da echt? Du hast keine Knochenfragmente, also zum Herstellen. Wartet mal zurück. Geht das nicht? Zurück? So. Kann man dann mehr? Kann ich das dann tatsächlich? Das geht alles schon? Upsi, Entschuldigung. Und dann nehmen wir das halt auch noch mit. Und dann kann man...
aktuell ausgerüstet. Und dann kann ich das auch noch. Deine Geräusche sind lauter. Du bist beim Lehnen leichter zu sehen. Kurz unsichtbar nach Würgen oder Morden eines Gegners. Den können wir mal probieren, oder? Kann man es dann wieder wegmachen? Wahrscheinlich nicht. Okay, überwies einfach mal. Ich bin eh ungeschickt, das wisst ihr eh alle. Von dem her passt das doch eh. So, was haben wir hier? Heimliches Treffen. Amadeo, triff dich morgen Abend an unserer üblichen Stelle und bring die Zeichnungen mit. M. Amadeo. Wer ist Amadeo? Neues Dokument bekommen. Wer ist Amadeo? Ich muss noch vorher das Knochenartefakt holen, bevor wir die Leiche hier rausbringen. Ich hoffe wirklich, dass die lang genug pennen, damit ich hier noch arbeiten kann, sage ich mal. Das heißt Knochenfragment. Ich hoffe, das geht irgendwie. Das muss jetzt irgendwie unten sein, ne? Eins noch unten. Ich sollte speichern. Stimmt, ihr habt vollkommen recht. Spiel speichern. Und zwar hier drauf. Jupp. Speichern, speichern. Zurück, rück, rück. Fortsetzen tun. Also Tutorials. Na, die brauche ich nicht. Ich brauche keine Tutorials. Ich bin Profi. Ah, so, schön. Schleich, 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 schleich. Ist da jemand? Irgendwo da müsste sein. Nochmal drunter, oder? Ich höre da immer jemanden gehen. Das alles auch nur ein. Hier? Habe ich mir das nicht gestohlen? Da waren zwei nebeneinander. Ich bin so doof. So, ich bin einfach nur doof und deppert. So schaut's schon schau mal aus. Wow. So. Kann ich hier jetzt wieder irgendwie rein? Jetzt bin ich dooferweise falsch gegangen, glaube ich. Ich hätte fragen sollen, woher sie ihre bestickte Silberjacke hat. Nein, wo bin ich jetzt? Scheiße. Wie bin ich denn da jetzt da? Zivilist. Anfangs war das Wirrwarr durch die. Hey! Bin ich jetzt hier richtig? Ja, bin ich. Dann habe ich den die ganze Zeit gehört beim Latschen. Schreibmaschinchen? Ja, was haben wir da? Nix. Ich will immer auf eine... Hä? Oh. Elfenbeinschnitzerei nehme ich gern mit. Was wollte ich sagen? Ich will immer auf die Taschenlampe drücken, ne? Von Fallout. Da ist das hier bestimmt keine gute Idee, Licht zu machen. Ja. Ich bin gedrillt jetzt auf die Taschenlampe. Die Farbe können wir nicht brauchen. Da wollte jemand ausmalen. Hat super hingehauen. Nicht, leider. Wo sind wir da? Klo? Ja. Da hat jemand schweren Stuhlgang. Wie man sich bettet, so liegt man. Als ob ich mein Bett selbst machen würde. Wofür habe ich denn Diener? Ja. Ja, ja. Großkotz. Wofür habe ich den Diener? Na toll, bei dem, was ist das? Der Jedermannsorden. Das wollte ich noch sagen. Die sieben Gebote, die haben wir schon, ne? Ja. Also, du.
der Jedermannsorden. Ich wollte nur sagen, bei dem Kerl arbeiten und so ist ganz bestimmt lustig. Mhm. Auszug aus einem längeren Werk über die Geschichte der Aufseher. Der Jedermannsorden ist das religiöse Machtzentrum und die Inspirationsquelle für alle Aufseher des Kaiserreichs. Der Orden entstand im Laufe der Jahre, um einfache Bürger gegen die üblen Machenschaften des Outsiders zu schützen, bis schließlich das Bedürfnis nach einem zentralen Sitz der Autorität aufkam. Das imposante Gebäude ist ein Zufluchts- und Wallfahrtsort für viele Pilger. Irrtümlicherweise schreiben viele den Bau des Ordens dem Oberaufseher Benjamin Holger zu, wo es doch tatsächlich Holgers Nachfolger John Claverin war, der das Fundament legte. Kurz nach der Fertigstellung des Ordens versammelten sich dort alle Aufseher des Landes, um eine Reise zur Weißen Klippe anzutreten. Ja. Am Ziel angekommen begann die große Schlacht der Säuberung, in welcher Aufseher gegen Ketzer, Hexer und Leibeigene des Outsiders kämpften. Obwohl Holger in der Schlacht fiel, wurde die Säuberung der Weißen Klippe vollendet. Es folgten zeremonielle Rituale, die über einen Monat andauerten und viele Anrufungen und Reden hervorbrachten, die in zahlreichen Bänden aufgeschrieben und zurück zum Orden gebracht wurden, wo sie bis zum heutigen Tag verehrt werden. Gratuliere! Yay! Da geht nichts auf, ne? Nein. Streng gesehen habe ich hier alle besiegt eigentlich. Warte, waren wir da hinten schon? Ah ja, von da sind wir gekommen. Ich Schlaufuchs. Halt. Historiker Douglas Harrickles vom Orden des Orakels. Es gibt viele Geschichten über die blinden Schwestern des Orakels. Des Orden des Orakels, Entschuldigung. In Wahrheit sind ihre Augen so gesund wie deine und meine. Allerdings versuchen die Schwestern jedwede Form der Ablenkung und Frivolität auszublenden. Wenn es sein muss, begeben sie sich mitten unter uns, tragen bunte Augenbinden oder verdecken ihre Augen auf andere Weise. So können sie die Dinge jederzeit klar sehen. Sie treffen sich in aller Abgeschiedenheit, um wichtige Entscheidungen zu fällen. Da niemand außer ihnen selbst diesen Treffen beiwohnen darf, Entschuldigung, wurde mir dieser Vorgang ausführlich beschrieben, damit ich ihn hier mit ihrer Erlaubnis wiedergebe. Es wird ein Raum mit Weihrauch und Segen aus den Geboten vorbereitet. In einem Kreis sitzen 30 oder mehr Schwestern unseres Ordens, bis der Raum gefüllt ist. Wir hören kein Thema an, ohne dass jede von uns ausreichend Zeit bekommt, sich darüber Kenntnis zu verschaffen. Es werden mehrere mögliche Ergebnisse diskutiert und manche Schwestern erhalten die Aufgabe, weniger populär oder unwahrscheinliche Szenarien vorzutragen. Schweigen ist nicht erlaubt. Jede Stimme muss gehört werden. Es kann einige Zeit dauern, ehe eine Entscheidung gefällt wird. Und bis dahin muss sich jede von uns über die unzähligen Konsequenzen im Klaren sein und für jede Möglichkeit einen Rat parat haben. Wird eine Meinung niedergeschrieben, so darf diese aus nur einem Satz bestehen und 20 Seiten füllen. Bitte was? Oder 20 Seiten füllen. Doch am Ende muss eine letzte Schwester ihr den Segen erteilen, das Oberorakel persönlich. Aha, ein Oberorakel. Aha. Sachen gibt's, ja, wir Weiberspinnen, ich weiß. Wir haben unsere Macken, aber ihr Männer auch. Ja, stellt's euch vor, ihr Männer habt's auch eure Macken. Wo ich das weiß? Praxis, reine Praxis. Reine Erfahrungen und Praxis. Der schnarcht immer noch. Jetzt wollte ich vielleicht schleichen, nicht, dass ich ihn durch meine Schritte aufwecke. Geht das? Ah, das ist nur zum Schmeißen, ne? Das war jetzt nicht so schlau, denke ich. Fallen lassen mit F. Alles gut.
So, verehrte Leiche, ich speichere hier wieder. Das könnte nämlich unter Anführungszeichen, wollte ich schon sagen, das könnte unter Umständen jetzt etwas komisch ausschauen, wenn ich hier da mit einer Leiche auf meinen Schultern verschwinde. Was? Nein, ich habe schon gespeichert. Zurück. Und fortsetzen. Und hudriwusch. Da haben wir die Leiche. Und, ja. Wir können sie eben schleppen. Wir können da mal unsere Fähigkeit auch einsetzen. Und müssen die Leiche jetzt zu ihr bringen, ne? Warte mal ganz kurz. Kann ich... Da mussten wir durchs Haus durch, ne? Das passt schon so. Wow, das wird jetzt ganz schön wow, ne? Da durchzukommen. Bin gespannt, ob ich das irgendwie hinbekomme. So. Gut, wusch. Gut, wusch. Darüber wäre cool. Aber so weit kann ich leider noch nicht, ne? Vielleicht klappt es mir irgendwie darunter. Jetzt vielleicht darüber? Könnte klappen. Ja? Was? Toll. Machen wir die doch mal platt, oder? Psst, nicht sehr laut. Wechsle die Leute auf. Einen Kolben tragen. Was haben wir da? Schreibmaschinchen. Notizen des Arztes. Was haben wir denn da? 14 da. Dieser Idiot bringt seine Frau mit so fortgeschrittenem Blutfliegenfieber hierher. Ich bin von Wut schier geplatzt, sage ich euch. Und alles war voll Blut. Jawohl. Was? Ich meine, ich Erdbeersaft natürlich und Konfitüre. So war das. Genau so habt ihr mir geschrieben in den Kommentaren. Danke fürs Ausbessern. Ich bin da viel zu brutal und so, ne? Ja. Ich wollte wissen, wieso er sie erst jetzt behandeln lässt. Ein Wunder, dass dieser Strohkopf überhaupt zu einem Arzt gefunden hat. Natürlich konnte ich nichts mehr für sie tun. Das Wartezimmer war noch vor der Mittagsstunde voll. Und wie jeden Tag, seit der Edamein zu ist. Ja, voll zu, geschlossen. Ich tue, was ich kann. Ich verordne vorzeitig Medikamente und lasse die Praxis noch 2 Stunden nach der Dämmerung geöffnet. Ja, aber mehr kann ich echt nicht tun, weil ich muss auch mal pennen, ist ja klar. Aber ganz gleich, wie hart ich schufte und welche neuen Methoden ich versuche, es sind einfach zu viele. Bei all den fortgeschrittenen Fällen fürchte ich sogar um meine eigene Gesundheit. Ja, das ist natürlich, das ist wahr. Das ist klar. Wo bist du, Viech? Muss jetzt hin? Ja. Gibt's noch mehr von euch, Scheißviechern? Irgendwo schwirrt hier noch was rum. Ich hör's ja. Schau, was da steht. Mhm. Der ist, glaube ich, müde. Soll er doch mal schlafen gehen? Ich hätte nichts dagegen. Wenn doch mal irgendwas los wäre. Muss ja kein großes Spektakel sein. Nur hin und wieder ein bisschen Spannung. Ja, und Action. Eine getrocknete. Blutfliege, die ist sogar was wert. Entschuldige, dass ich dich so unsanft darüber katapultiert habe. Das war jetzt nicht meine Absicht. Komm her, Schnucki. Ich nehme dich mit. So. Jetzt sind wir schon mal da. So. Jetzt muss ich nur noch darüber kommen. Ich... Warte. Ich suche mit dir. Was? Warte kurz, ich muss das wieder speichern. Warte. Spiel speichern, das lief nämlich wieder so gut, dass ich das glatt speichern muss. So, Spiel gespeichert. Zurück und setze fort. Aha, genau. Idiot. Nein, nicht wegschmeißen. Ich bin so unsanft zu einer Leiche. Echt, Gott sei Dank ist das eine Leiche und kein lebendes Wesen. Yeah, das klappt supi. Jetzt bin ich mal da. Jetzt muss ich da noch irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Ich glaube, das war nicht so schlau, oder? Hallo? Ist da wer?
Muss Nein. ich dich jetzt suchen kommen? Ich ja. habe keine Zeit für sowas. Doch. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Wo ist die Leiche? Da. Wer? Lol, ich hätte da... Was haben wir denn da Schönes? Da ist eh nichts mehr ansonsten, ne? Na. Was ist da drüben? Na, das... Ich dachte, ich musste jetzt durch. Ach ja, die ist jetzt auf einem neuen Punkt. Ich bin so deppert. Ich bin so doof. Die ist jetzt bei einem neuen Platz. Stimmt ja. Jetzt zeigt mir das erst an, ne? Habe ich auch die Leiche auf dem Rücken? Ja, ich glaube, ne? Also auf der Schulter. Toll, die ist jetzt... Stimmt, die ist jetzt auf einem neuen... An einem neuen Platz. Ja, toll. Wie sehe ich das jetzt? Jetzt ist wieder ihr Ding, ihr Zeichen irgendwie verschwunden. Ah, da drüben. Na toll, das war jetzt für die Fische. Bravo! Da unten ist sie. Super Zocki, super! Super Zocki. Wow, so. Husch. Ich glaube hier, ne? Ich glaube da unten ist sie. Das bringen wir noch zu Ende und dann sind wir hier los, mit dem mal fertig. Mach schnell. Ja, hey, ich muss ja schleichen. Du hast ihn. Leg ihn dort ins Loch. Ja. Bitteschön. Jetzt? Gute Arbeit. Hier, bitte. Ich frage nicht, wozu du sie brauchst. Wie komme ich zum Eddermeier? Ich habe einen meiner Jungs losgeschickt, um den Strom der Bahnschienen abzuschalten. Dann ja? kannst du über die Schienen gehen, wohin du willst. Auf der anderen Seite ist eine Station, die dich zum Eddermeier bringt. Okay. Besser als nichts. Danke für die Hilfe. Freundlich. Sehr freundlich. Errungenschaft. Morbider Diebstahl. Supi. Ach, ich freue mich. Schön, das war ein schönes Ende und ein gelungener Part aus meiner Sicht halt. Vielen Dank, ihr Lieben. Ne, wieder einmal vielen, 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 vielen tausendmal Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, ich wünsche euch abermals und wie immer einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir schleichen, morden, entführen, was weiß ich, suchen im nächsten Part weiter. Ihr Lieben, tschüssi!